Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ein gruseliges Hallo und herzlich willkommen im November 2024. Wir haben Halloween und den Tag der Toten erfolgreich hinter uns gebracht, wurden tatsächlich nicht von einem Killer-Clown mit Sonnenblumen-Sonnenbrille aufgeschlitzt, wobei der ein oder andere sich davor wahrscheinlich ein bisschen gefürchtet hat. Insbesondere die selbsternannten Moralapostel, Weltverbesserer und Zensur-Afficionados in Deutschland. Und für die, die es nicht mehr bekommen haben, eine klitzekleine, drollige Geschichte zum letztwöchigen Kinostart von Terrifier 3. Terrifier 3 ist nämlich wahrscheinlich aufgrund des Weihnachtsbezugs von der FSK als nicht feiertagsfrei eingestuft, was bedeutet, dass es, und ich kann es nach wie vor nicht fassen, dass so etwas im 21. Jahrhundert immer noch existiert, an den gesetzlich geschützten christlichen natürlich, Feiertagen nicht gezeigt werden darf. Das sind Feiertage wie Karfreitag, ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Sagen wir mal Weihnachten und auf jeden Fall aller Dingsbums, was da jetzt am 1. November war. Das hat natürlich bedeutet, dass die Kinos Terrifier 3 an diesen Tagen nicht zeigen durften in einzelnen Teilen von Deutschland, wo dieses antiquierte Mittelaltergesetz nach wie vor exekutiert wird, was diese Kinos teilweise dazu verleitet hat, als Protest, und nein, ich erfinde das nicht, Terrifier 2 zu zeigen, weil dieser Film offensichtlich harmlos war und zumindest von der FSK aus welchem Grund auch immer als feiertagsfrei eingestuft würde, und damit hat man diesen Film gezeigt statt dem dritten Teil, was ich persönlich unfucking fasslich witzig finde. In diesem Sinne herzlich willkommen im November, und wir haben jetzt hier unser brandneues Sammlungsupdate. Natürlich haben wir im November aber auch ein brandneues Set an Wunschquickies, und deswegen möchte ich mich einmal in erster Linie bei allen bedanken, die auch bei diesem Sammlungsupdate, egal wann, egal wo, wieder eingeschaltet haben. Aber ganz besonders fettes Danke geht natürlich auch diese Woche wieder an die Leute, die meine Arbeit hier auf YouTube auch mit einem monatlichen finanziellen Obolus unterstützen. Da möchte ich beginnen bei Patreon, beim lieben André L. Unterstützt meinen Kanal seit März 2020. Das ist unfasslich lang. Auf jeden Fall hat er sich für den November, kann ich das Danke wieder zurückziehen, nachdem ich im September bereits Chantal und das Märchenland über mich ergehen lassen musste, sich gedacht, der November darf noch schlimmer sein. Da schaue ich nämlich Meine Freundin, der Pastor und ich. Ein Film, wo ich irgendwie alleine aufgrund des Titels schon ziemliche Angst davor habe. Aber vielleicht kann ich mich ein bisschen erholen, denn wo wir gerade bei Wunschquickies sind, auf YouTube unterstützt mich mit einer Kanalmitgliedschaft auf der einen Seite der liebe Aston's Martin, fetten Dank dafür, der sich im November den italienischen Superheldenfilm Freaks Out gewünscht hat. Und ja, genauso habe ich auch da reingeschaut. Also, Review anschauen und dann entscheiden, ob ihr das sehen wollt. Und last but definitely not least, der liebe Hartwig Stolzlechner, auch dir fetten Dank für deinen Support. Er hat sich im November den Film Ex-Drummer ausgesucht für ein Wunschquickie. Bin ich ebenfalls bereits sehr, sehr gespannt. Außerdem übrigens, apropos Wunschquickies, ich weiß, dass ich noch einige Wunschquickies vom Juli, August und vor allem Oktober schuldig bin. Die sind aber tatsächlich alle bereits fertig und auch schon hochgeladen. Allerdings möchte ich halt den Kanal nicht noch mehr zuspammen als eh schon. Und vor allem, wenn ich schon die Ausschnitte aus Mystery Unboxings und Sammlungsupdates poste, die ja quasi immer die Mittagsslots haben, möchte ich trotzdem immer nur einen Hauptslot am Abend besetzen, weil ich irgendwie und der Meinung bin, dass es relativ wenig Sinn macht, wenn sich die Videos dann gegenseitig die Klicks klauen. Das hat natürlich dann auch zum Effekt, dass falls irgendwann einmal ein aktueller Blu-ray-Check daherkommt, deswegen vielleicht der ein oder andere Wunschquickie weiter verschoben werden muss. Und das ist jetzt in der letzten Zeit passiert. Daher sind viele Wunschquickies noch nicht allgemein freigeschaltet worden, weil es eben der Terminkalender nicht zugelassen hat. Aber für alle, die eine Kanalmitgliedschaft auf YouTube hier haben, die können sämtliche Videos eben sehen, sobald sie fertiggestellt sind und eben
von mir zumindest einmal hochgeladen, auch wenn sie eben noch nicht frei datiert sind, falls das jemanden interessiert. Außerdem an der Stelle noch einmal fettes Danke an meinen Patreon-Supporter Kevin Zindler, der ja gerade erst anlässlich der 200. Ausgabe des Cine Entertainment Talk Podcasts ein Live-Event gemacht hat in einem Kino, leider viel zu weit weg von mir, sonst wäre ich da wahnsinnig gerne dabei gewesen. Ansonsten einfach ganz liebe Grüße an dich, Kevin, beziehungsweise auch an den Rest des Cine Entertainment Talk Teams. Allerdings möchte ich mich am Anfang von diesem Sammlungsupdate auch noch bei einigen anderen Leuten bedanken, denn wie hier schön zu sehen ist, habe ich auch in der vergangenen Woche wieder einige wahnsinnig interessante Titel als Rezensionsmuster für den Blu-ray-Check bekommen. Auch hier sind viele schon fertig und zumindest für Kanalmitglieder bereits sichtbar. Der Rest wird sie dann im Laufe der nächsten, ich tippe mal, 1,5 Wochen zu Gesicht bekommen, weil eben aus demselben Grund auch hier ich zwar im Mitgliedsbereich keine Bedenken habe, 7 Videos am selben Tag hochzuladen, von den großen Blu-ray-Checks im öffentlichen Bereich allerdings schon, damit die ansatzweise gesehen werden und nicht direkt untergehen. Aber da habe ich beispielsweise von Lighthouse ein Mediabook der 4K-Version von Jack in the Box Rises bekommen. Ich habe außerdem fetten Dank an Turbine auf der einen Seite hier die 2. Staffel der in meinen Augen absolut großartigen 3D-Collection bekommen, in dem Fall mit Mission Impossible Fallout, Raus aus dem Teich und Dr. Doolittle mit Robert Downey Jr., die eben zum allerersten Mal hier als deutsche 3D-Version erscheinen und der Release, auf den wahrscheinlich viele von euch warten, eine 4K-Version von Hellraiser Judgment mit BioJK-Freigabe aus ganz kuriosem Grund. Dazu dann allerdings später mehr im eigentlichen Review. Außerdem habe ich ein fettes Paket entgegennehmen dürfen von Paramount Home Entertainment, die nämlich eben in der letzten Zeit auf der einen Seite die 4K-Premiere von Addams Family 2 veröffentlicht haben, beziehungsweise eine Neuauflage von Sleepy Hollow, dieses Mal nämlich sogar im Steelbook, und die außerdem mit Paramount Scares eine neue Reihe gestartet haben, die allerdings im Gegensatz zu der amerikanischen Vorlage, nicht so wie diese Columbia Pictures 4K-Editionen, quasi 4, 5 Filme in einer großen Schuberbox enthalten, sondern einzeln ausgewertet werden. In dem Fall allerdings dafür mit schönen Digipacks und sonstigen Goodies, was meiner Meinung nach 1000-mal besser ist als die Vorlage aus Amerika. Und natürlich auch noch dazu wunderschön gezeichneten Artworks, auch wenn ich auch diese Gelegenheit nicht unerwähnt lassen kann, darauf hinzuweisen, Herr Friedhof der Kuscheltiere aus den 80er Jahren links das Original ist und man aus welchem Grund auch immer die Katze aus dem Remake drauf gezeichnet hat. Das werde ich wohl nie verstehen. Anyways, das sind auf jeden Fall die Blu-ray-Checks, die wir in der nächsten Zeit dann auch noch hier auf dem Kanal sehen. Viele davon, wie bereits erwähnt, schon fertig, beziehungsweise zumindest in Vorbereitung. Und damit können wir uns jetzt im weiteren Verlauf von diesem Sammlungsupdate dem widmen, dass ich eben vergangene Woche gekauft habe. An dieser Stelle natürlich meine große Hoffnung, dass ihr euch ansatzweise zumindest für Importtitel interessiert. Ansonsten wird's wahrscheinlich Fahrt, denn ich habe Lieferungen bekommen von 88 Films aus England und Amerika, beziehungsweise von Vinegar Syndrome und Partnerlabels aus Amerika. Und damit herzlich willkommen zum Hauptteil des heutigen Sammlungsupdates und viel Spaß mit den Unboxings. Eigentlich erzähle ich hier auf YouTube relativ selten alte Witze, einfach nur, na gut, weil es alte Witze sind, aber diesen hier mag ich persönlich ganz besonders. Kennt ihr die Geschichte von dem einen Typen, der auf einer Hausparty eingeladen war und am nächsten Tag davon geschwärmt hat und seinem Freund erzählt hat, wie reich diese Leute doch gewesen sind, dass dort tolle, wertvolle Dinge herumstanden und dass sie sogar ein Klo aus Gold hatten? Und der Freund sagt, Alter, da kann es sicher nicht werden. Klo aus Gold, sagt er. Nein, ich schwöre dir, ich beweise es dir, wir gehen dorthin und ich zeige dir das Klo aus Gold. Also machen sie das Leuten bei dem Haus an, die Frau macht die Tür auf und der Typ, der auf der Party war, sagt, Entschuldigung, ich weiß, dass ich störe, aber mein Freund glaubt mir nicht, dass ihr ein goldenes Klo habt und ich würde ihm das einfach gerne zeigen. Woraufhin sich die Frau umdreht und sagt, geh, Hubert, da an der Tür ist das Schwein, das in deine Tube geschissen hat. Und ich
liebe diesen Witz. Ich glaube tatsächlich, dass das auch die geheime Hintergrundstory von The Golden Locus, Lotus, deswegen erzähle ich so wenig alte Witze. Ist auf jeden Fall, hat wahrscheinlich dieser goldene Lotus nicht wahnsinnig viel mit der Porzellananlage zu tun. Dafür handelt es sich allerdings um einen Erotik-Eastern, wobei, gut, da sind wir dann vielleicht wieder ein bisschen im fragwürdigen Bereich, aus dem Jahr 1974. Ein Film, den ihr an dieser Stelle vielleicht jetzt nicht unbedingt erkennt und zuordnen könnt, was einfach daran liegt, dass The Golden Lotus hierzulande niemals veröffentlicht und ausgewertet wurde. Generell kennt die OFDB auch von diesem Titel zum aktuellen Zeitpunkt nur alte DVDs bzw. Video-CDs aus Hongkong. Da kann man auf jeden Fall zumindest einmal die Existenz einer britischen Blu-ray hinzugesellen, denn die halte ich gerade in meiner Hand. Die wurde veröffentlicht als Nummer 38 der Asia Collection von 88 Films. Was ich bei denen übrigens immer noch absolut genial finde, ist, dass sie für die Sammler in diesem Fall die zwei verschiedenen Spines bei dieser Reihe absolut perfekt nützen. Auf der einen Seite eben diejenigen, die auf einheitliche Spines und auf die Collection setzen, und auf der anderen Seite diejenigen, denen das scheißegal ist und die einfach nur einzelne Titel haben wollen und eben nicht von irgendwelchen Spine-Nummern gestört werden wollen. Das ist zugegebenermaßen die perfekte Art und Weise, das zu handeln. Auf der anderen Seite erinnere ich mich irgendwie gerade an Lucio Fulcis Sodomas tödliche Rache. Und die Billardszene auf der anderen Seite kommen wir dann eben hier auch auf dem Backcover zu den tatsächlichen Informationen zu diesem Film. Thomas Walker hat in dem Fall das in meinen Augen eigentlich ziemlich coole, vor allem halt weiß auch ganz gut zu der Goldästhetik, die natürlich aufgelegt ist bei den Titeln, aber trotzdem dadurch nicht minder gut ausschaut, gestaltet, beziehungsweise gibt es ein paar Artcards und, aber vielleicht ganz wichtig, nur den Originalton mit englischen Untertiteln. Wir können an der Stelle einmal einen Blick ins Innere werfen, wo wir sehen, dass das Cover-Artwork zwar auch auf dem Scannerwo Keepcase ganz nett aussieht, allerdings in diesem Fall nicht ganz an das herankommt, was man hier von den anderen von der Veredelung auf dem Frontcover kennt. Dazu werfen wir dann natürlich eben den Blick hier auch auf das Backcover mit einem alternativen Motiv. Aber wir haben dann hier eben auch das Originalmotiv zu diesem Film, das gezeichneter Natur ist, das eben dem alten Hongkong-Plakat entspricht, das wir eben auch in der OFDB zum Beispiel als Poster-Artwork sehen. Auf jeden Fall gibt es zusätzlich zu der Disc bei dieser Edition als Goodie noch ein paar Art Cards und, also, Moment, ich bin jetzt an dieser Stelle etwas verwirrt, weil dieser Kerl hier auf der rechten Seite, der sieht doch ganz eindeutig aus wie Jackie Chan, was übrigens etwas damit zu tun hat, dass das Jackie Chan ist. Der hat im Jahr 1974 in The Golden Lotus gespielt, was sicherlich jetzt den ein oder anderen klassischen Jackie Chan Fan motivieren wird, sich diesen Film auch noch in die Sammlung zu holen. Das ist mit Sicherheit eine der größten Unboxing-Überraschungen, die man haben kann, wenn man sich halt eben einfach Blindfilme in die Sammlung holt, einfach nur, weil man grundsätzlich einem Genre nicht abgeneigt ist. Das hat jetzt tatsächlich mein Interesse an diesem Film noch einmal in ganz andere Sphären geholt. Ja, Jackie Chan in einem Erotik-Eastern aus 1974. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht, bis man sie halt eben auspackt. Was für eine geile Entdeckung von 88 Films und damit natürlich ein ganz wichtiger Titel für ihre Asia-Line, wenn man das so überhaupt sagen darf. Lucky Luke schießt schneller als sein eigener Schatten und wahrscheinlich irgendein gut ausgebildeter Kung-Fu-Kämpfer kämpft auch schneller als sein eigener Schatten. Gut, besser natürlich, als er kämpft mit seinem eigenen Schatten, weil das könnte natürlich an der Hand ein bisschen wehtun, wenn man dauernd gegen irgendwelche Betonmauern boxt. Aber The Shadow Boxing ist tatsächlich ein Film, der auch auf den Titel Spiritual Boxer Part 2 hört, wobei der Film The Spiritual Boxer aus dem Jahr 1975 einer ist, der
eigentlich auch relativ unbekannt ist, hierzulande gar nicht veröffentlicht wurde, zumindest laut OFDB auch in Großbritannien nur als DVD vorliegt und nicht als Blu-ray-Auflage zumindest, befindet sich da auch nichts Entsprechendes in meiner Sammlung. Das steht aber übrigens dem zweiten Teil dann doch auch irgendwie um nichts nach. Da gibt es natürlich auch eine Hongkong-DVD, allerdings international nur sehr wenige Auswertungen, weswegen natürlich auch Spiritual Boxer 2 oder halt eben Shadowboxing einer der Filme ist, der von 88 Films zwar als Blu-ray-Premiere veröffentlicht wird, allerdings nur im Original mit englischen Untertiteln. Dabei hat das Label allerdings, finde ich, für diesen Titel eine ganz besonders interessante Schuber-Edition veröffentlicht, denn diese bietet nicht nur dieses silberne Papier im Untergrund, dass das eben wirklich schön silbern leuchtet, sondern eben bei den Masken hier auf der, oder eigentlich bei diesen Zetteln, das sind ja diese Zetteln, diese Bannzetteln, die man damals in der Mythologie verwendet hat, um eben diese Zombie-Vampire zu bannen. Wer darüber etwas erfahren möchte, der schaut sich bitte das absolute Meisterwerk Robo Vampire an. Da weiß man dann nachher alles. Auf jeden Fall, diese Bannspruchzetteln sind noch dazu mit partiellem, ich will diesen Film unbedingt sehen, mit partiellem Spotlack versehen, genauso wie hier unten dann der Titelschriftzug. Wo finde ich auch diese Silberfolie absolut geil zur Geltung kommt und hier so richtig schön leuchtet. Das ist sicherlich einer der schönsten Schuber, die uns 88 Films jemals bei einer solchen Edition angeboten hat. Auch hier auf dem Backcover ein bisschen Partial Gloss, beziehungsweise natürlich ein paar Szenenbilder aus dem Film. Mark Bell hat dieses großartige Cover-Artwork auf dem Frontcover gezeichnet, beziehungsweise gibt es hier dann eben noch weitere Informationen, wie eben auch zu den Tonspuren, beziehungsweise können wir dann einen Blick ins Innere werfen, sehen, dass hier dasselbe großartige Artwork auf dem Frontcover ist, dafür allerdings ein bisschen eine Variation auf dem Backcover, was ich relativ nett finde. Und wir finden dann hier im Inneren auf der einen Seite, natürlich auf der rechten Seite, die Blu-ray hier mit einem Ausschnitt aus dem Frontcover-Artwork, nämlich dem Kerl hier in der Mitte, beziehungsweise auch hier alternierend das alte Originalplakatmotiv, wunderschön gezeichnet in dem Stil, wie das eben bei den Hongkong-Postern üblich war, beziehungsweise dann auch hier ein alternatives Backcover, das mir persönlich allerdings irgendwie nicht so gut gefällt, weil ich finde, so ein paar Elemente fehlen, wie eben so die rechtlichen Geschichten und Freigaben und Ehrencodes, die für mich irgendwie bei einem Backcover dazugehören. Ich weiß, ich bin da etwas komisch. Dazu können wir natürlich noch einmal einen Blick auf die beiliegenden Artcards werfen. Da gibt's ebenfalls bei Shadowboxing wieder 4 verschiedene Motive aus dem Film. Unter anderem eben das, was auch auf dem Backcover war, eines wieder mit 4 verschiedenen Bildern. Meiner Meinung nach eine coole Sache, ein cooles kleines Gimmick. Da ist ja 88 Films bei dieser Asia-Reihe teilweise auch ein bisschen sparsam. Manchmal gibt's Poster, manchmal gibt's, glaube ich, sogar kleine Booklets bei der Edition. Manchmal halt eben nur irgendwelche Artcards. Aber trotzdem alles besser als wie nix. Und vor allem in dem Fall allerdings einen wunderschönen Schuber, der mir persönlich optisch einfach wahnsinnig gut gefällt. How to kill a mastermind. Na gut, da brauche ich mich nicht fürchten. Für mich braucht man da natürlich keine besondere Strategie. Ansonsten kann man ja bei Hitman 1, 2 und 3 ein bisschen üben. Nein, ich übe an der Stelle dann doch lieber nicht to kill a mastermind, sondern to unbox a masterful Blu-ray. In dem Fall nehme ich eine mit einem wirklich absolut wunderschönen Cover-Artwork. Ein Film von Sung Chung aus dem Jahr 1979 übrigens an der Stelle, der hierzulande niemals veröffentlicht wurde, wo auch international generell sehr wenig Editionen bekannt sind, weswegen diese Blu-ray von 88 für uns wahrscheinlich für viele die erste ansatzweise zugängliche Version ist, die es von diesem Film überhaupt gibt. Dabei hat übrigens der Coverkünstler, wo steht's, Sean Longmore, genau, der nämlich für viele Editionen von 88 Films und anderen Labels gearbeitet hat, finde ich wieder mal ein absolut großartiges Design geschaffen. Irgendwie finde ich seine Art,
alleine hier mit dem Color Grading die Bildausschnitte wie gezeichnet wirken zu lassen, wirklich schön, wie auch ein antikes Motiv anzuordnen. Ein bisschen erinnert's an Kung Fu Bob von der Art, wie die Elemente zusammengefügt werden. Auf der anderen Seite ist allerdings der Stil ein komplett anderer und einer, den ich persönlich schlicht und ergreifend wunderschön finde. Dazu können wir natürlich dann auch bei diesem Titel, der eigentlich die Nummer 42 der Asia Edition von 88 ist, einen Blick aufs Backcover werfen. Da erfahren wir, dass auch in diesem Fall nur der Originalton vorliegt und die englischen Untertitel auch noch mit dabei sind. Allerdings eben, nachdem der Film so unbekannt war international, kein englischer Dub vorliegt. Im Inneren haben wir dann auf dem Scannable Keep Case auf der einen Seite dasselbe Artwork, das wir eben auch außen vorgefunden haben, beziehungsweise auf dem Backcover in dem Fall zumindest alternierende Motive. Die hier sind zwar auch auf dem anderen Backcover drauf, aber halt anders angeordnet, beziehungsweise eben das obere Bannerbild ist ein anderes. Wechseln wir ins Innere. Da begrüßt uns natürlich auf der rechten Seite direkt einmal die Disc mit einem Ausschnitt vom Hauptmotiv zu dem Film, aber das großartige alte gezeichnete Plakatmotiv zu diesem Film, das ich persönlich einfach nur großartig finde, eben für die Leute, die da auf die Alternative setzen wollen. Als Backcover gibt's in dem Fall allerdings das gleiche wie auch sonst außen. Wir können dann einen Blick werfen auf die ebenfalls beiliegenden Artcards, wo wir eben ein paar Szenenbilder und Ausschnitte aus dem Film vorfinden, beziehungsweise eben eigentlich ein paar ganz coole Motive, die allerdings auch bekannt sind teilweise von dem, was wir auf den Backcovern schon mal gesehen haben. Ja, auch bei To Kill a Mastermind handelt es sich wieder um einen ganz kleinen, unbekannten Film, zumindest eben international und hierzulande. Eine deutsche Veröffentlichung, wie bereits erwähnt, gibt es von dem Film nicht. Ich halte es auch für nicht erwartbar, dass da irgendetwas kommt, auch wenn natürlich Labels wie Shamrock, beziehungsweise in dem Fall ganz besonders das Lucky Seven in den letzten Monaten schon einige Titel schön und erfolgreich nachsynchronisiert haben, aber für mich ist es irgendwie sinnlos, da zu warten, weil wahrscheinlich von den international jetzt ausgewerteten Titeln vielleicht 10% irgendwann einmal dann auch zu uns kommen. Auf jeden Fall freue ich mich riesig, dass diese Edition erschienen ist und dass diese Edition in meiner Sammlung ist. Jackie Chan ist eine absolute Legende, zu sehen in großen Martial-Arts-Meisterwerken, aber hier und da auch in dem ein oder anderen obskuren, unbekannten Film, den wahrscheinlich niemand auf dem Zettel hat, wenn man Jackies Namen hört. Aber einer seiner bekanntesten Filme ist definitiv Der Superfighter aus dem Jahr 1983. Der wurde hierzulande in einer geschnittenen Videofassung von Pacific Video Plus mit einer FSK-Freigabe ab 16 Jahren veröffentlicht, aber dafür hatte er ein wundervolles gezeichnetes Cover-Artwork. Später gab es dann sogar von Splendid eigentlich ausschließlich ungeschnittene DVD-Veröffentlichungen, was, wenn man an die großartigen Splendid-DVDs denkt, nicht unbedingt selbstverständlich war. Allerdings war Superfighter auch einer, dem diese Masterpiece of Shit Edition erspart blieb, der dann eben erst zum allerersten Mal in der Limited Edition veröffentlicht wurde, wo eben Filme dann auch in vernünftigen Versionen ausgewertet wurden. Der zweite Teil, auch bekannt als Project A Part 2 oder auch Project B, Jackie Chans gnadenloser Kampf, folgte dann im Jahr 1987 und hat hierzulande auch nicht sonderlich viel Glück gehabt auf dem Videomarkt. Auch hier gab es eine FSK 16 Fassung, die allerdings zahlreiche Schnitte aufwies als Verleih- bzw. Kauftape. Dabei erschien dieser Film sehr wohl in der Masterpiece Edition. Und das, man kann es dazu sagen, ja, in einer leicht geschnittenen Fassung, die allerdings offensichtlich nicht wirklich geschnitten ist, sondern nur einen Filmriss hatte. Später gab es dann Uncut-Veröffentlichungen auf DVD oder auch auf Blu-ray, aber wir wissen ja, wie die alten Fortune Star Master ausgesehen haben, die Splendid dann teilweise auf die Blu-rays gepackt hat. Ja, es war lange Zeit notwendig, die Jackie Chan Meisterwerke einmal großartig auszuwerten. Und ich finde, dass in diesem Fall das Maximum an Cars natürlich auch das Maximum an Qualität liefern kann. Ja, 88 Films hat Project A und Project A Part 2 oder Project B, wie er eben gerne auch heißt, in Amerika ausschließlich als 4K UHD-Veröffentlichung
angeboten, nachdem sowohl Eureka als auch 88 bereits zahlreiche Jackie Chan Filme in 4K veröffentlicht haben, ist das der nächste Schritt. Mittlerweile kommt dank Police Story ja auch der Jackie Chan 4K Drang bei uns langsam an, aber ich kam natürlich trotzdem nicht umhin, mir auch diese Projekt A-Kollektion hier als amerikanische 4K zu holen, die übrigens im absolut großartig designten Schuber daherkommt. Wir sehen hier neben diesem Steuerrad auf jeden Fall zahlreiche Zeichnungen von Jackie Chan, finde ich wunderschön hier, bisschen komikhaft angepasst, passend zu den bekannten Stunts von Jackie Chan. Großartig finde ich übrigens auch hier dieses Bild von Jackie Chan auf der oberen Seite von dem Schuber, natürlich gezeichnet von dem absolut wundervollen Kung Fu Bob, beziehungsweise eben auch hier absolut wunderschön aufbereitet, mit Ausnahme von den Elementen, die eben hier mit partiellem Spotlack überzogen sind, handelt sich hier um ein ultra mattes, fast schon samtiges, weiches Digipack, das sich einfach nur absolut großartig und hochwertig anfühlt. Ja, wir haben hier eine Limited Edition mit den beiden Filmen, wobei der erste Teil hier im Hongkong-Cut beziehungsweise auch in der erweiterten taiwanesischen Fassung, die 9 Minuten länger ist, zu sehen ist. Außerdem ist dann der zweite Teil ebenfalls sowohl im Hongkong-Cut aus als auch in der um 9 Minuten gekürzten Exportfassung mit dabei. Alle Fassungen von beiden Filmen sind hier allerdings in 4K als brandneue 4K Remasters zu sehen. Das finde ich absolut großartig. Außerdem gibt es hier auch alte englische Dubs in Mono, zusätzlich eben zu den verschiedenen Alternativen vom Originalton mit Untertiteln. Wir können einmal einen Blick ins Innere werfen. Da bekommen wir natürlich einzelne Keepcases zu den beiden Filmen. Und Kung Fu Bob hat hier natürlich auch zu den einzelnen Titeln neue Artworks angefertigt. Und das, was wir eben hier beispielsweise auf dem Keepcase von Project A sehen, ist in meinen Augen schon einmal ein visuelles Meisterwerk und absolut großartig. Ich liebe dieses Design. Ich liebe, wie explosiv das aussieht. Ich liebe, wie Popeye in diesem Fall hier in der Mitte aus dem Bild zu springen versucht. Das ist wirklich absolut phänomenal hier mit dem quasi Überhang von dem Cover, zumindest auf den Spine. Auf dem Backcover dann natürlich eben die konkreten Informationen zu diesem Titel für diejenigen, die da noch einmal nachlesen wollen. Auf jeden Fall auch noch der Hinweis, dass 4K UHDs standardmäßig code-free sind und demnach natürlich in jedem Player abspielbar sind. Das allerdings bei Blu-rays es einen Region Code gibt, von dem allerdings hier keine Hinweis doch zu lesen ist, dass auch die Blu-ray code-free sein soll, was vielleicht für den ein oder anderen auch interessant ist, zumal es ja bei diesen Import-VÖs gar nicht mal selbstverständlich ist, dass man auch eine Blu-ray überhaupt dazu bekommt und Labels wie Arrow Video ja grundsätzlich nur Single-Format-Releases bringt. Dazu gibt es natürlich auch hier das alte, wirklich grauenhaft, also diese Positionen, das schaut aus, als hätte Sammo Hung, gut, ja, einen Bauch, weiß ich, aber als hätte Jackie Chan sich irgendwie gerade mehrfach in eine Dampfwalze verlaufen, so wie der Kerl am Ende von Austin Powers oder Nackte Kanone. Auf jeden Fall ein großartiges neues Design, das ich in dem Fall natürlich definitiv bevorzuge. Dazu gibt's auch hier bei diesem Film ein paar alternative Motive. Auf der einen Seite von diesen Karten in Schwarz-Weiß, beziehungsweise gibt's dann auch auf der anderen Seite jeweils Plakatmotive, die in Farbe und bunt sind mit verschiedenen Motiven von Jackie Chan. Aber das war ja jetzt eben erst der erste Teil. Wir können gleich einmal auf den zweiten Teil wechseln, der eben dankenswerterweise in dem Set gleich mit enthalten ist. Dabei gibt es auch hier ein wunderschönes neues Cover-Artwork von Kung Fu Bob. Das finde ich ebenfalls einen absolut großartigen. Ich liebe ja diesen hochwertigen, gezeichneten Stil von Kung Fu Bob. Da merkt man wirklich, wie viel Liebe zum Detail hier drinnen steckt in diesen Designs und Gestaltungen. Das ist einfach unpackbar. Dazu auch hier natürlich auf dem Backcover die Informationen zu den verschiedenen vorliegenden Filmfassungen, beziehungsweise auch hier die Angabe, dass die zusätzlich beiliegende Blu-ray auch code-free ist, beziehungsweise im Inneren dann eben die beiden Discs ebenfalls ausgestattet
mit bekannten Motiven zu dem Film. Apropos bekannte Motive, da gibt es dann natürlich auch bei diesem Titel wieder insgesamt 6 verschiedene Motive. Hier ein paar Lobbycards, Aushangfotos, wie auch immer, Werbebilder auf dem Backcover in Schwarz-Weiß, beziehungsweise dann auf den Frontcovern hier. Teilweise wirklich auch wunderschöne alternative Plakatmotive. Aber ein Blick dann natürlich auch bei diesem Titel noch hier auf das alternative Wendecover. Machen wir gleich. Ich muss nur noch die Karten wieder sichern. Auf das alternative Wendecover, das wir eben hier auch mit einem Originalmotiv zu diesem Film sehen. Beziehungsweise auch mit ein bisschen einem umgestalteten Backcover. Aber in dem Fall ist es meiner Meinung nach natürlich ein absoluter Genuss, hier komplett auf die neu gestalteten Artworks von Kung Fu Bob, von Kung Fu Bob setzen zu können, die einfach, finde ich, dieser Edition einen unglaublich hochwertigen Touch verleihen. Aber apropos hochwertig, es gibt natürlich auch bei diesem Titel wieder Poster, die hier beiliegen, massive Poster, die eigentlich auf der einen Seite eine wirklich schöne, wirklich schönes Format, eine wirklich schöne Größe haben, aber natürlich so dargestellt, wie man das von alten Postern erwarten würde. Mit anderen Credit-Einblendungen gibt's hier Wendeposter mit auf der einen Seite dieses alternative Originalposter zu Project A, finde ich ja wesentlich geiler als das, was man auf der Blu-ray als Wendecover gesehen hat, aber natürlich gibt's auch zum zweiten Teil hier ein Poster mit auf der einen Seite einer alternativen Aufbereitung vom Kung-Fu-Bob-Motiv. Ich finde, dass man ja erst in dieser Größe dann so richtig sieht, wie viele Details und eben was für eine Qualität hinter diesem Poster steckt, beziehungsweise ein Blick auf das alternative Wendecover. In dem Fall ist es allerdings auch das, dass wir tatsächlich vom Wendecover kennen. Aber auch damit noch nicht genug, denn die die Project A Collection ist ausgestattet mit einem fetten Booklet, mit dem Frontcover Artwork der Box. Auf dem Backcover dazu hier noch ein neu gezeichnetes Motiv, das sich natürlich anlehnt an den größten Stunt aus dem Film. Wunderschön finde ich hier diese Verquickung von dem Titelschriftzug, wie sich Jackie Chan eben da an den anhält. Auch das ein neu gezeichnetes Element von Kung Fu Bob, was finde ich absolut großartig aussieht. Aber werfen wir dann einmal einen Blick durch das Booklet. Da gibt es dann natürlich auf der einen Seite ein paar Details zu diesem Film oder beiden Filmen, Credit-Angaben. Also wundervoll, dass es da noch Behind-the-Scenes-Motive gibt, wie eben zum Beispiel Jackie Chan hinter der Kamera. Es gibt dann Werbematerialien, die auch noch da mit dabei sind. Teilweise wunderschöne hier thailändische Plakatmotive. Dieses Booklet finde ich persönlich auch optisch absolut wunderschön aufbereitet. Da steckt so viel Liebe zum Detail drin, da stecken so viele seltene Materialien drin. Das macht alleine jetzt schon einmal so viel Spaß, hier einfach nur durchzublättern und eben einen ersten Eindruck von dem Inhalt zu gewinnen. Aber würde natürlich wesentlich mehr Spaß machen, sobald man dann einmal wirklich die Zeit hat, sich auch hinzusetzen und diese Texte zu lesen. Auch hier unglaublich genial, was hier alles mit dabei ist, über die Legende von dem Film, über die Stunts, über eben hier die Arbeit am Film. Ich freue mich so sehr, den Film wieder zu entdecken, den habe ich. Es ist sicherlich einer der klassischen Jackie Chan Filme, die ich am wenigsten und am seltensten gesehen habe, wo ich mich an eigentlich so gut wie gar nichts mehr erinnern kann. Deswegen wird das ein absoluter Genuss werden, diese Filme jetzt in dieser bestmöglichen Auflösung sehen zu dürfen. Meine große Hoffnung ist natürlich auch, dass die 4K Jackie Chan Abtastungen dann auch bei uns irgendwann einmal prominent landen. Aber das ist natürlich Zukunftsmusik. Wer weiß, wie erfolgreich die Police Story Editionen sind. Aber das ist eine schöne Sache, da freue ich mich. Ich liebe ja natürlich die alten deutschen Jackie Chan Synchros. Wenn Anne Elsholtz zum Beispiel auf Jackie Chan zu hören ist, ist das natürlich ein absoluter Wahnsinn. Aber hier
Auch die englischen internationalen Fassungen kann man sicherlich schauen. Das ist eine Box, die finde ich für Jackie Chan-Fans sowieso absolutes Pflichtprogramm ist. Extrem stabile, wunderschöne Box mit Spotlight. Zwei großartige Artworks auf den Keep Cases von Kung Fu Bob Booklet. Zwei Poster. Das ist für mich auf jeden Fall ein Kandidat für VÖ des Jahres und ein Ding, das ich unglaublich gern in meiner Sammlung habe. Und damit quasi einer der größten Stilbrüche, die ich jemals im Sammlungsupdate hatte, von einer britischen Kung-Fu Blu-ray von Jackie Chan, wechseln wir ins Partnerprogramm von Vinegar Syndrome und schauen uns einmal an, was da im Oktober denn so eigentlich veröffentlicht wurde. Als jemand, der selbst im Internet Inhalte erstellt, weiß man, was für schwachsinnige Inhalte es im Internet eigentlich gibt. Bestes Beispiel, du schaust es gerade. Aber natürlich kennen wir alle die Internetseiten, die wir am liebsten nicht kennen. Dinge, wo Seiten, wo wir Dinge sehen, die wir am liebsten gar nicht gesehen haben. Es gibt allerdings auch Filme, wo wir uns nachher denken, dass wir die im besten Fall gar nicht gesehen hatten. Ich glaube, so eine Art Mischkulanz aus diesen Elementen ist William Malones Film Fear.com aus dem Jahr 2002. Malone kennt man natürlich auf der einen Seite als Regisseur, von Filmen wie Creature oder Entsetzen, dem Grauen auf der Spur aus den 80er Jahren. Er hat ja sogar Folgen von Freddy's Nightmares und Geschichten aus der Gruft gedreht. Später dann Dinge wie Haunted Evil oder auch Parasomnia als seinen bislang letzten Film im Jahr 2008. Aber 2002 kam eben Fear.com. In Amerika veröffentlicht von Warner Brothers, bei uns allerdings über Columbia TriStar ausgewertet, finde ich interessant, dass es bei diesem Titel offensichtlich vielleicht scheinbar verschiedene Schnittfassungen gibt, denn auf dem Backcover von der amerikanischen Blu-ray ist jetzt von einer internationalen Fassung zu lesen. Leider gibt es da allerdings weder in der OFDB noch bei den Kollegen von schnittberichte.com etwaige Informationen, was es mit verschiedenen Fassungen auf sich hat. Vielleicht weiß da ja jemand etwas, das er mir gerne in den Kommentaren mitteilen möchte. Aber bei uns ist der Film im Jahr 2004 als DVD veröffentlicht worden und seitdem nicht mehr angegriffen. Keine Ahnung, ob da irgendwann einmal ein Blu-ray-Release noch folgen wird, weswegen ich jetzt einfach einmal zur amerikanischen Version gegriffen habe. Vor allem, weil ich mich an diesen Film auch überhaupt nicht erinnern kann. Ist ja auch wieder eine Art Snuff-Thriller, so wie 8mm. Mir gefällt außerdem dieses neu gezeichnete Cover-Artwork von Darkstar extrem gut. Beziehungsweise können wir dann eben hier auf dem Backcover beispielsweise ein weiteres Motiv aus diesem Film sehen, das ja ebenfalls absolut großartig gezeichnet ist. Gefällt mir, wie schön detailliert hier diese Augenbrauen beziehungsweise diese Bartpartie ist und auch diese blutenden Augen mit dem gespiegelten Rack-Zeichen, als würde sich der das quasi anschauen und vor Angst würden ihm die Augen bluten. Das ist ungefähr dasselbe, wie ich mir meine Zuschauer vorstelle, nur halt mit blutenden Ohren. Wir können jetzt dann einmal einen Blick ins Innere werfen. Da bekommen wir ein klassisches Motiv zu diesem Film. Ist allerdings auch nicht das, was wir damals auf der alten Columbia TriStar DVD gesehen haben. In Deutschland ist aber das Motiv, das Columbia zum Beispiel für die DVD in Großbritannien verwendet hat. Wir werfen einen Blick aufs Backcover, erfahren eben hier den Hinweis auf die Uncut International Version mit 101 Minuten Laufzeit, was allerdings auch der alten Laufzeit der amerikanischen DVD entspricht, wer weiß. Es gibt allerdings neues Bonusmaterial, unter anderem mit Troy Howarth, dem Filmhistoriker, beziehungsweise auch dem Regisseur William Malone, was sicherlich interessant ist. Das Einzige, das in diesem Fall erwähnenswert ist für alle internationalen Interessenten, ist, dass diese Blu-ray auf den amerikanischen Regioncode A beschränkt ist und demnach auf normalen deutschen Playern nicht abspielbar ist. Dafür gibt's im Fall von Fear.com noch einmal das Frontcover Keepcase Motiv auf der Disc beziehungsweise dann auf dem Booklet. Es gibt auch kein alternatives Wendecover eben beispielsweise mit dem alten deutschen Motiv, sondern ein durchgehendes Innenartwork, was ich tatsächlich dem Wendecover teilweise auch fast ein bisschen vorziehe, weil ich finde, dass eben so diese durchgehende Aufbereitung hier auf in dem Inneren von einem Blu-ray Case immer ein bisschen schöner aussieht als halt das standardmäßig Fragment, das ein Wendecover sonst mit sich bringen würde. Dafür finde ich auch sehr schön, dass wir hier bei dieser Veröffentlichung ein alternatives Booklet haben, das von Justin LaLiberty von
weniger Syndrome in dem Fall persönlich geschrieben wurde. Dabei gibt es hier ebenfalls noch ein paar Bildausschnitte aus dem Film, beziehungsweise den Text in relativ großen Lettern. Auch hier nicht das altdeutsche Motiv drauf, das mir tatsächlich wirklich eigentlich gut gefallen hat. Mit der Dame, die quasi auf den blutigen Keyboard drückt und so über den Tisch drüber schaut. Eigentlich eine relativ coole Sache. Aber das ein nettes Blu-ray-Upgrade für einen Film, der, wer weiß, vielleicht bei uns niemals ein solches bekommen wird. Generell aber, wie ich finde, von Darkstar auch sehr schön aufbereitet. Manche Dinge sind absolut ironisch. Ich filme dieses Sammlungsupdate jetzt quasi direkt an Halloween am 31. Oktober 2024 zu Mittag und warte noch auf meine Einladung zur heutigen Mörderparty. Gut, tatsächlich befinde ich mich am Abend des 31. Oktober auf einer Weinverkostung. Das ist quasi auch so eine Art Gehirnzellen-Mörderparty. Auf jeden Fall gibt es allerdings aus dem Jahr 2007 einen Film, der offensichtlich nicht nur Gehirnzellen abmurksen möchte, sondern vielleicht auch den ein oder anderen seiner fiktiven Charaktere. Darauf deutet zumindest das Artwork hin. Dabei handelt es sich um einen Film von Jeremy Saulnier, der beispielsweise als Regisseur auch noch Filme wie Green Room im Jahr 2015 gedreht hat, mit unter anderem Anton Yelchin und Patrick Stewart, der meiner Meinung nach absolut großartig war, dessen Filme allerdings meistens eher unter dem Radar gelaufen ist, weil ich glaube nicht, dass jemand so spontan mit Blue Ruin, Wolfsnächte und Rebel Ridge was anfangen kann. Das war übrigens an der Stelle kein Auszug aus der Filmografie von Jeremy Saulnier, das war die komplette Filmografie von Jeremy Saulnier. Einer seiner Filme war allerdings Murder Party aus dem Jahr 2007, der es 2008 sogar auf eine deutsche DVD geschafft hat mit der Tagline »Alle werden sterben«. Spoiler much? Hat Atomic Films bzw. Ascot Elite den Titel damals als DVD ausgewertet mit deutscher Synchro. Allerdings, nachdem es Atomic Films bereits seit Ewigkeiten nicht mehr gibt, was irgendwie schade ist, weil ich mochte deren Katalog, gibt es in Amerika eine Blu-ray, wobei, wenn wir dann auf das Backcover wechseln, werden wir auch gleich sehen, dass es sich hierbei wahrscheinlich um einen Film handelt, der jetzt auf dem High-Definition-Format nicht unbedingt mit, sagen wir mal, qualitativen Erleuchtungen auf sich aufmerksam machen wird. Ich mag allerdings Lord Buckethead hier front and center auf dem Backcover Art, auf dem Frontcover Artwork, beziehungsweise die Art, wie die einzelnen Charaktere hier dargestellt werden, diese etwas verschnörkelte, ein bisschen Sherlock Holmesigen Titelschriftzug, den wir da auf dem Frontcover haben, beziehungsweise finden wir dann natürlich wie gewohnt auf dem Backcover vom Schuber auch ein einfaches Motiv zu diesem Film, das finde ich auch ziemlich cool aussieht und tatsächlich ein bisschen an das erinnert, was einem wahrscheinlich an Halloween auch in der U-Bahn über den Weg läuft. Aber wir wechseln ins Innere und finden da jetzt vielleicht das Motiv, das dem ein oder anderen von euch deutlich bekannter vorkommen wird. Das war nämlich eben auch das alte deutsche DVD-Cover-Artwork mit der spoilerhaften Tagline. Beziehungsweise sieht das eigentlich auch hier relativ cool aus. Man merkt, es ist wahrscheinlich ein billiger, wirklich billiger Direct-to-Video-Film. Es ist allerdings eine Blu-ray von Magnet, billige Videofilme, der mit der Regionbeschränkung A ausgestattet ist und demnach auf regulären deutschen Blu-ray-Playern auch gar nicht mal abspielbar ist. Dafür können wir einen Blick ins Innere werfen bekommen, hier auf der rechten Seite mit dem klassischen alten Motiv, die Blu-ray, und haben dann hier im Inneren auch ein durchgehendes Innenartwork, wo man quasi auch schon ein bisschen diese Direct-to-Digital-Video Ursprünge des Films merkt, beziehungsweise gibt es auch bei diesem Release ein Booklet hier mit durchgehendem Außencover, wo man vielleicht zusätzlich eben zu einem Text auch noch ein paar weitere Szenenbilder aus diesem Film miterkennen kann. Ja, wie gesagt, sehr preiswert, aber womöglich für Fans von, Kim Newman hat das sogar geschrieben, für Fans von entsprechenden Low-Budget Indie-Filmen vielleicht tatsächlich unterhaltsam. Für mich wirkt der Film recht humorvoll, könnte mich dementsprechend unterhalten, weswegen ich auch bei der amerikanischen Blu-ray-Version zugeschlagen habe, weil, wie gesagt, ich nicht für wahnsinnig wahrscheinlich halte, dass wir eben auch eine deutschsprachige solcherne in Bälde bei uns bekommen werden. Es gibt wahrscheinlich zigtausend
tausende Filme, von denen wir noch nie etwas gehört haben. Aber wie viele achtteilige Filmfranchises mit Spin-offs gibt es, von denen wir alle noch nie gehört haben? Gut, die Frage kann ich natürlich nicht beantworten, weil ich ja von Ihnen noch nie gehört habe. Aber auf diese Liste kann ich jetzt auf jeden Fall die Zahl auf N-1 setzen, denn Red Peony Gambler ist von der Liste gestrichen worden. Dabei handelt es sich um eine Filmreihe, die zwischen 1968 und 1972 eben 8 verschiedene Filme mit den Titeln Lady Yakuza, Gambler's Obligation, Hanafuda Game, Second Generation Ceremony, Notorious Gambler, Oriyu Returns, Here to Kill You und Execution of Duty gebracht hat, wobei ich irgendwie alleine diese Titel schon wahnsinnig geil finde, wo allerdings im Jahr 1970 dann auch noch unter den Titeln Big Boss in a Silk Hat zwei Spin-offs erschienen sind, der zweite übrigens noch mit dem Untertitel The Short Mustached Bear. Auch hier, warum zum Teufel habe ich diesen Film noch nicht erschienen? Ist in Frankreich, hat es übrigens auf DVD eine komplette Sammlerbox bekommen, die allerdings ausverkauft und sauteuer ist, wo eben die 8 Slim Digipacks mit einem 60-seitigen Booklet limitiert auf 1500 Stück vorhanden sind. Ich weiß allerdings trotzdem nicht, wie viel wir mit einem japanischen Original mit französischen Untertiteln anfangen können. Da ist sicherlich ein japanisches Original mit englischen Untertiteln für einige Leute zumindest wesentlich brauchbarer. Dabei hat allerdings das amerikanische Label Film Movement in ihrer Collection jetzt nicht die komplette Red Peony Gambler Reihe veröffentlicht, sondern einmal nur die Teile 1 bis 3. Keine Ahnung, ob sie vorhaben, auch noch die anderen Titel zu veröffentlichen, aber beim ersten Teil zum Beispiel ist Ken Takakura mit dabei, ein Gesicht, das man ja tatsächlich kennt, aber wie gesagt, Filme, die es zwar tatsächlich ins italienische Fernsehen auch geschafft haben, allerdings auch zu einer französischen DVD, aber nie zu irgendeinem Release im deutschsprachigen Raum. Und irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass das auch so bleiben wird. Deswegen habe ich mich da für die amerikanische Blu-ray-Version entschieden, allerdings auch hier bei der Edition von Film Movement erwähnenswert dazu, dass diese auf den amerikanischen Region-Code A beschränkt ist und demnach auf einem normalen deutschen Player gar nicht läuft. Hier auch dieses modernisierte Cover finde ich irgendwie ganz, ganz grauenhaft. Da ist natürlich das gezeichnete 1000-mal besser. Wir können hier mal auf dem Backcover ein paar Informationen über diese Filmreihe bekommen, beziehungsweise eben auch die Informationen zu dem jeweiligen Bonusmaterial, beziehungsweise einmal ein Blick ins Innere, wo nämlich dankenswerterweise auf der einen Seite jeder Film seine eigene Disc spendiert bekommen hat, dass eben nicht hier etwaige Kompressionsprobleme irgendwie dazwischen funken. Es gibt auch hier ein durchgehendes Innenartwork. Ich liebe ja da schon diese herrliche alte japanische Filmkulisse, die hier bereits quasi dargestellt wird. Außerdem gibt's bei diesem Release, wie bereits erwähnt, auch ein 20-seitiges Booklet. Noch einmal mit dem Keepcase-Cover, beziehungsweise können wir da, das ist aber schön gestaltet, das mag ich gerne, auch wenn es hier natürlich zuerst einmal etwas leere Seiten sind, weil die Kapitelverzeichnisse von den drei Filmen, sowas habe ich, glaube ich, echt die letzten 10 Jahre nicht gesehen, aber hier mit dabei ein Essay über die Filmreihe, ein paar Bildausschnitte natürlich. Bin durchaus gespannt, vielleicht kennt ja von euch irgendjemand die Red Peony Gambler Filme und kann mir in den Kommentaren zu dem Video ein bisschen etwas dazu sagen. Ich finde halt das Materialrecycling ein bisschen zäh, dass hier oft im Keepcase quasi überall nur dasselbe Motiv verwendet wird. Da ist auf jeden Fall die Aufwertung durch den exklusiv bei Vinegar Syndrome erhältlichen Schuber deutlich gegeben, aber ich als Fan der alten japanischen Filme bin da natürlich motiviert gewesen, auch die Red Peony Gambler Reihe in meine Sammlung aufzunehmen.
Kenji Fukasaku ist Fans japanischer Filme natürlich in erster Linie durch sein Meisterwerk Battle Royale bzw. die Battles Without Honor and Humanity bekannt, aber er hat natürlich auch zahlreiche andere Filme gedreht, die es aber teilweise nie bis zu uns geschafft haben und wo jetzt gerade in den Archiven einige international tätige Labels kramen, um diesen Missstand möglichst bald wieder auszumerzen. Wir haben uns hier auf unserem Kanal vor einiger Zeit bereits den Arrow Video Release von Fukasakus The Threat angeschaut, aber es gibt jetzt eben beispielsweise in England über Eureka auch eine Veröffentlichung von Wolves, Pigs and Men, beziehungsweise in Amerika über Film Movement tatsächlich neben Wolves, Pigs and Men auch noch einen zweiten Titel. Dabei erkennen wir natürlich gleich hier auf dem Frontcover das Werken und Wirken von Tony Stella, der hier meiner Meinung nach ein durchaus ansprechendes Cover erstellt hat. Dabei ist von Wolves, Pigs and Men tatsächlich keine internationale Fassung bislang noch bekannt. Interessanterweise auch mit Ken Takakura in der Hauptrolle und ein Film aus dem Jahr 1964, der dem Action-Drama bzw. Krimi-Genre zugeordnet ist. Dabei bekommen wir, finde ich, hier auf dem Cover-Artwork trotz dieser relativ monotonen Farbpalette, vor allem auf aus dem, wie ich finde, sehr schön durchzeichneten Hintergrund, ein wirklich schönes Artwork, das aber jetzt auch, sagen wir mal, nicht atemberaubend ist. Wir können aber einen kurzen Blick über den Spine, wo natürlich ebenfalls auf beide enthaltene Filme hingewiesen wird, auf das Backcover wechseln. Da gibt's dann nämlich nur mehr ein neues von Tony Stella erstelltes Artwork zu dem zweiten Film, nämlich Violent Panic, The Big Crash. Dabei handelt sich um einen Film aus dem Jahr 1976, den Fukasaku dem Action-Genre zugeordnet hat und der tatsächlich in Frankreich als Blu-ray plus DVD Mediabook veröffentlicht wurde, allerdings auch hier wieder nur im japanischen Original mit französischen Untertiteln, ergo für uns wahrscheinlich ziemlich unbrauchbar. Ist dann die amerikanische Fassung sicherlich besser, dass eben der Film, der zumindest vorerst noch in England über Eureka nicht ausgewertet wird. Wir bekommen hier, wie gewohnt von Film Movement, auf dem eigentlichen Blu-ray-Cover ein modernisiertes Artwork. Die ganze Collection fungiert unter dem Titel Ferocious Fukasaku mit den beiden Titeln. Außerdem hier auf dem Backcover dann noch ein paar Informationen zu den beiden Filmen, beziehungsweise dem ebenfalls noch enthaltenen Bonusmaterial, beziehungsweise wahrscheinlich für uns ganz wichtig, das Detail, dass es sich hier um eine Blu-ray mit Region-Code A handelt, die eben in regulären deutschen Blu-ray-Playern nicht abspielbar ist. Dafür wechseln wir einmal ins Innere, bekommen hier die beiden Discs, die zwar farbtechnisch recht einfach aufbereitet sind, allerdings, wenn man sie denn entfernt hat, ein Motiv freigeben, das mich ein bisschen an A Better Tomorrow von John Woo erinnert, das klassische City Wolf Cover, aber auch hier eine sehr, sehr schöne Sache im Inneren, wie das aufbereitet wurde. Dazu gibt es auch hier ein Booklet mit demselben Motiv, das wir eben auch außen auf der Verpackung gesehen haben, beziehungsweise auch hier wieder. Hey, es gibt ein Kapitel, das heißt einfach nur Torture und dann Cruel Story und Damn Pig. Ah, herrlich. Aber da gibt es noch Manhunt und Michi. Da Michi ist mit dabei. Michi Douglas oder keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen wir ein paar Bildausschnitte aus den Filmen. Es gibt natürlich ein Essay über die Filme. Bin sehr, sehr gespannt. Ich mag Fukasakus Filme eigentlich grundsätzlich sehr und entdecke extrem gerne alte japanische Filmklassiker, die es ansonsten sicherlich niemals auf meinen cineastischen Sezierteller geschafft hätten. Und deswegen freue ich mich drüber, dass auch dieser Film hier bei mir gelandet ist. Wer mich kennt, weiß, dass ich viele verschiedene Leidenschaften habe und das Tanzen definitiv nicht dazugehört. Gut, es ist Halloween, also können wir natürlich den Ghost Dance ausprobieren. Also stell mir das ungefähr so vor, also ja und genau und dann so und ach so, die Kamera schaut in die falsche Richtung. Das ist
Aber blöd in dem Fall. Wir können uns stattdessen vielleicht einen anderen Ghost Dance anschauen, nämlich einen Film, der The Ghost Dance heißt. Für euch wahrscheinlich ähnlich obskur wie das, was ich gerade aufgeführt habe. Immerhin ist der 1982 von Peter Buffer gedrehte Film The Ghost Dance hierzulande niemals veröffentlicht worden. Peter Buffer kennt man beispielsweise als Autor und Regisseur von The Ghost Dance und sonst nix. Dafür haben wir hier einen Film, bei dem in der OFDB wirklich tatsächlich keine einzige Fassung eingetragen ist. Das ist genau diese Art obskurer Filmperlen, die weniger simpel und dann ganz oft wirklich von ganz unten in den Filmfässern raufkratzt. Aber was ich persönlich natürlich absolut genial finde, ist, dass man bei diesem Titel wieder ein brandneues Cover-Artwork von Ben Scoter angefertigt hat, das hier auf dem Blu-ray-Slipcase meiner Meinung nach wirklich absolut genial aussieht. Dieser übertrieben breit dargestellte Kerl mit der Reflexion im Messer, wobei gut, wenn er das Messer jetzt wirklich so hält, wie es vom Winkel her dargestellt wird und diese Reflexion stattfindet, dann tritt er quasi an gegen die 40-Foot-Woman aus dem anderen Film und dann ist vielleicht das Vorhandensein des Messers durchaus berechtigt, weil die Godzilla-große Dame aus dem Science-Fiction-Klassiker könnte natürlich womöglich besiegt werden müssen. Mit den rauchenden Augen ist das echt ein absolut cooles Motiv. Ich mag das. Ich mag das wahnsinnig gern. Und auf dem Backcover haben wir dann natürlich ebenfalls hier durchgehend aufbereitet. Auch sehr schön diese Beschwörungssequenz. Ich meine, ich weiß, man redet sich leicht ein, dass man irgendwelche bekannten Motive und Strukturen in irgendwelchen Gebirgen sieht, aber das ist schon ein bisschen on the nose, oder? Der liegende Zombie, der hier dann noch in diese Tropfsteinhöhle verwandelt wird. Also man muss wirklich sagen, von allen Artworks, die uns Vinegar Syndrome im Jahr 2024 serviert hat, ist das zu The Ghost Dance tatsächlich einer meiner absoluten Favoriten. Wir können dann einmal einen Blick ins Innere werfen, vielleicht ein bisschen mehr über diesen Film erfahren. Der ist vom Internegativ in 4K gescannt und restauriert worden, erscheint allerdings leider trotzdem nur in 2K auf Blu-ray, beziehungsweise handelt es sich hier um einen Region-Code-freien Release für all diejenigen, die jetzt plötzlich aufgrund des Cover-Artworks die Motivation bekommen haben, sich den Film anzusehen. Das Backcover vom Schubert gibt es dann hier auf der Disc, beziehungsweise gibt es alternativ noch das alte amerikanische Videocover-Artwork als Wendecover, das allerdings eben mit den fetten Balken links und rechts ausgestattet sein musste, weil die alten VHS-Covers in Amerika halt ein komplett anderes, wesentlich länglicheres Format hatten und man hätte ja vielleicht auch ein bisschen was abschneiden können. Aber nein, das ist unser Motiv, das wir hier als Wendecover haben. Da gefällt mir auf jeden Fall das neu gezeichnete wesentlich besser und ich bin extrem gespannt, was dieser absurd wirkende Film dann letzten Endes liefert. Für den einen ist es ein obskurer Film, von dem er wirklich noch nie was gehört hat. Für den anderen ist es ein absoluter Kultfilm, von dem er überhaupt nicht verstehen kann, wieso so viele andere Leute davon noch nie etwas gehört haben. Gut, in manchen Fällen lässt sich das ganz einfach damit beantworten, dass viele Filme, die irgendwo und für irgendwen Kult sind, irgendwo anders gar nicht mal veröffentlicht wurden. Und das ist im weitesten Sinne die Geschichte von Corpse Mania. Dabei handelt es sich um einen Film aus Hongkong aus dem Jahr 1981, der es zwar laut OFDB über Eastern Masters beispielsweise auch nach Amerika geschafft hat, wo allerdings keine europäische Fassung ansatzweise vermerkt wurde und wo wir jetzt wahrscheinlich in vielen Fällen das erste Mal überhaupt auf den Film aufmerksam werden, dadurch, dass sich Vinegar Syndrome des Titels angenommen hat und Corpse Mania dabei aber tatsächlich nicht nur als internationale Blu-ray-Premiere veröffentlicht, sondern dem Film sogar eine 4K UHD serviert. Dabei geht's quasi darum, und ich erinnere mich, dass ein nekrophiler Mörder von Prostituierten ermordet wird und ich kann mir dann vorstellen, wahrscheinlich das nicht ganz so direkt auf sich sitzen lassen möchte. Ein womöglich herrlich absurder Film. Wir sehen ja auch schon hier ein paar herrlich absurde
Bildelemente auf dem Frontcover, das natürlich auch in dem Fall wieder von Vinegar Syndrome für diesen Release neu erstellt wurde. In dem Fall war es, wenn mir das Cover hier angezeigt wird, war es Chris Barnes, der sich für dieses Motiv und dieses Artwork hier verantwortlich zeigt. Das finde ich sehr schön, voll ist und irgendwie auch ein bisschen schöne Dynamik versprüht. Damit wechseln wir auf das Backcover, wo das ein bisschen fortgesetzt wird, allerdings hier ein bisschen ruhiger dargestellt wird, aber auch hier finde ich die verschiedenen Szenarien und Charaktere irgendwie ganz nett miteinander kombiniert wurden. Dafür können wir einen Blick ins Innere werfen, dasselbe neu gestaltete Motiv auf dem 4K-Case, beziehungsweise dann hier die Informationen zum Release. Der Film liegt dann hier vom Originalkamera negativ in 4K vor, ist allerdings nur im kantonesischen Original mit englischen Untertiteln verfügbar. Einen englischen Dub gibt es hier offensichtlich nicht. Dazu ist allerdings erwähnenswert, dass für alle, die den Film als 4K UHD sehen wollen, der Release natürlich total super und brauchbar ist, weil UHDs ja per se Region Code frei sind. Wer allerdings die Blu-ray einlegen möchte, der braucht einen Region Code freien Spieler, denn diese ist auf den amerikanischen Region Code A beschränkt. Dazu gibt es auch hier kein Originalmotiv zu dem Film als Wendecover, sondern eben das Backcover-Motiv, das bei Vinegar Syndrome auf dem Schuber außen ist. Und wir können an der Stelle dann einmal natürlich auch einen Blick durch das Booklet werfen, das hier bereits tatsächlich die 17. Folge der zweiten Staffel von CSI New York vorwegnimmt. Ja, fragt mich auch nicht, wieso ich mir sowas merke und sonst eigentlich gar nichts. Aber da bekommen wir natürlich auch bei diesem Cover Artwork, also bei diesem Innendesign, einen Text, wo man wirklich sagen muss, man hätte weniger Seiten verwenden müssen, wenn man die Schriftgröße nicht ganz so gigantisch gemacht hätte. Beziehungsweise gibt es natürlich auch ein paar Bildausschnitte aus dem Film und irgendwie wirkt das Ganze so schön herrlich skurril, dass ich sehr gespannt bin, was dieser Film dann letzten Endes bietet und liefert. Aber das auf jeden Fall wirklich einer der Releases, über den ich mich am meisten gefreut habe, wie Vinegar Syndrome den angekündigt hat, weil das war ein Film, der ja tatsächlich vom lieben Hartwig Stolzlechner bereits einmal gewünscht war als Wunschquickie, wobei ich allerdings zwei Filme zur Auswahl hatte und mich dann für den anderen entschieden habe, weil ich einfach keine Möglichkeit gefunden habe, an Corpse Mania ranzukommen. Jetzt ist das natürlich eine ganz andere Sache und ich freue mich, diesen Film endlich dann auch einmal schauen zu können. Also jeder, der sich irgendwann einmal Filme im Nachtprogramm aufgenommen hat, der kennt diese ganzen blöden Hotline-Werbungen. Und ich habe in diesem Fall tatsächlich eine relativ witzige Geschichte zu erzählen, die sich wirklich wahrheitsgemäß zugetragen hat, als ich in die Schule gegangen bin. Der damals, ich glaube 13, 14 muss es gewesen sein, jährige Zocki, der für Schnittberichte.com zum Beispiel sehr viel tätig war und demnach auch sehr viel aus dem Fernsehen aufgenommen hat, der hatte von einer Lehrerin in der Schule den Auftrag bekommen, bitte eine Dokumentation aus dem Fernsehen aufzunehmen, die man sich dann gemeinsam im Unterricht anschauen könnte, weil das halt gerade wahnsinnig gut zum Thema passt und sie hatte keinen Videorekorder. Denke ich mal, ja passt, ein Auftrag, den ich natürlich gerne entgegennehme und gewissenhaft erledige und sofort in der nächsten Sekunde gewissenhaft vergessen habe, weswegen ich diese Doku nicht dann während der Erstausstrahlung um 20.15 Uhr aufgenommen habe, aber glücklicherweise gab es noch eine Nachtwiederholung und ich glaube, ihr wisst schon, worauf die Geschichte hinausläuft. Ja, Klein Zocki brachte dann am nächsten Tag das Videoband in die Schule, hat natürlich nicht geschaut, ob das irgendwie richtig aufgenommen war oder sonst irgendwas. Die Doku fängt an, wahnsinnig interessant, keine Ahnung mehr, worum es gegangen ist, aber nach 5 Minuten kommt die erste Werbeunterbrechung und irgendwelche vollbusigen Plastikmonster singen irgendwelche Telefonnummern. Es war extrem lustig und ich glaube, für die Lehrerin unglaublich peinlich. Ich musste zumindest nie wieder irgendwelche Dokus aus dem Fernsehen aufnehmen. Aber vielleicht gibt es auch andere ganz schlimme Dinge, die man telefon... Irgendwie muss ich jetzt, glaube ich, wieder zu dem Unboxing zurückkommen, die man per Telefon bekommen kann. Man kann ja
Quasi direkt Dinge wählen. In Amerika haben sie ja ganz oft die Telefonnummern mit den Buchstaben auf der Tastatur kombiniert und haben dann eben so Rufe 0900 Mitsubishi. Und das ist dann halt eben quasi die Nummer, wenn man es eintippt, dass man dann dorthin kommt. Eigentlich recht clever, aber Dial D for Demons, das heißt in dem Fall, du wählst einfach, ich glaube, 2. Ist dann die Kurzwahltaste, ist vielleicht die Schwiegermutter und dann passt's, dann passt's auf jeden Fall. Anyways, Dial D for Demons ist ein Film aus dem Jahr 2000, der von Billy Tank gedreht wurde, mit Jordan Chan in der Hauptrolle. Auch das womöglich ein Film, der jetzt den meisten von euch vielleicht gar nicht einmal so viel sagt, trotzdem offensichtlich ein Film, der bekannt und gefragt war, denn als Vinegar Syndrome den Release irgendwann einmal angeteasert hat, wurde das relativ schnell von relativ vielen Leuten erraten und auch wohlwollend aufgenommen. Von dem Film ist in der OFDB quasi eine Hongkong-DVD bzw. Video-CD vermerkt, wo der Film damals mit der Altersfreigabe Kategorie 2A veröffentlicht wurde, aber international ist hier eigentlich rein gar nichts vermerkt, sodass auch das wieder ein Film ist, den wir im deutschsprachigen Gefilde bislang gar nicht sehen konnten. Das hier war im Übrigen also zumindest der untere Ausschnitt von dieser neuen Zeichnung von Black Coffin, dass man eben hier bei dem Teaser von Vinegar Syndrome gesehen hat. Aber wir werfen dann einmal einen Blick ins Innere. Da gibt's auf der einen Seite dasselbe Motiv hier auf dem Keepcase zu sehen, beziehungsweise sind das Fleisch? Stücke, die da herumregnen, hat sich da gerade irgendjemand in die Luft gesprengt und regnet quasi über dieses einäugige Mädchen, die so ein kleines bisschen aussieht wie die Tochter von Deadpool aus X-Men Origins Wolverine. Ich habe wirklich an der Stelle keine Ahnung, aber wir können einen Blick auf das Backcover werfen. Da gibt's neben der Inhaltsangabe des Films die Information eben, dass der Film natürlich von Billy Tang, der Dr. Lamb oder sowas gedreht hat, aber eben nicht dem Cut 3 zugeordnet ist. Es gibt hier den kantonesischen Originalton, einen Mandarin-Dub, ganz dringend für mich, aber nur englische Untertitel, keinen englischen internationalen Dub. Die Blu-ray ist aber auch auf den Region-Code A beschränkt und demnach nicht in regulären deutschen Geräten abspielbar. Dafür gibt's auch bei diesem VSA-Titel wieder als Wendecover das alternative Motiv vom Backcover, also nur die neu gezeichneten Elemente vom Boxset von Vinegar Syndrome und keine anderen Originalmotive. Und als zusätzliches Goodie für diesen Release gibt's ebenfalls wie gewohnt von der VSA-Line ein Poster. Passend eben, weil VSA eben ein bisschen sich anlehnt an die alte Videozeit und die Art, wie dort veröffentlicht wurde. Dass es dann hier eben so diese klassischen Videothekenposter noch mit dazu gibt, aber eben, hoppala, in diesem Fall auch die beiden neu erstellten Motive vom Front- und Backcover vom Schubert. Durchaus eine interessante Sache, vor allem, weil ja Billy Tang eben wirklich ein notorischer Filmemacher ist, kann man ja sagen, vor allem für Cut 3 Fans durch seinen Dr. Lamb, der übrigens, so viel kann ich an der Stelle schon verraten, definitiv nicht so gut ist, wie du ihn in Erinnerung hast, weswegen sich da vielleicht irgendwann mal eine neue Veröffentlichung und damit einhergehend Sichtung auszahlen würde, aber bin auf jeden Fall gespannt, was es mit Dial D for Demons auf sich hat. Bender ist natürlich einer der bekanntesten und beliebtesten Charaktere aus Futurama, der allerdings wahrscheinlich mit dem Film Mindbenders relativ wenig zu tun hat. Nein, da geht's wahrscheinlich darum, dass man Dinge verbiegen kann, so wie bei Uri Geller, wo wahrscheinlich öfter die Wahrheit verbogen wurde als irgendein Löffel. Aber im Fall von Mindbenders haben wir es hier, mit das Cover-Artwork ist doch schon absolut genial, oder? Mit einem Film von Genie Joseph, also wirklich Genie Joseph, da hat wohl offensichtlich jemand zu lange an einer Lampe gerieben und es kam ein durchgeknallter Filmemacher raus, bekannt für seine Filme Mindbenders und
Mindbenders, wobei er aber tatsächlich zwar bei 6 Filmen auf dem Regiestuhl gesessen hat, wobei man die meisten wie Fast Time at Cherry High, Flash Pants oder The T&A Team, Zwinker, Zwinker, nicht kennt, wobei Eugenie Joseph tatsächlich einen zweiten Film gemacht hat, den man auch hierzulande ganz besonders deutlich kennt, nämlich Spookies, die Killermonster, der zum Beispiel in der Trash Collection von CMV veröffentlicht wurde, die New Trash Collection Nummer 9, die wir uns auch hier auf meinem Kanal bereits in aller Ausführlichkeit vorgeknöpft haben. Da gibt es ebenfalls eine wirklich wilde Produktionsgeschichte, weswegen ich mir auch tatsächlich gedacht habe, hey, von diesem Regisseur mehr zu sehen, wäre womöglich eine coole Idee. Und so gibt es jetzt Mindbenders. Also halt nur in Amerika. Zu uns hat es dieser Film nie geschafft, wobei ich diesen, ich meine, der schaut schon ein bisschen aus wie irgendjemand, den man auch so ein bisschen im Avengers-Universum sehen hätte können, oder? Macht auf jeden Fall einen absolut geilen Eindruck. Dieses videothekenhafte Cover muss man in dem Fall ja auch wirklich sagen, weil auch die Art, wie dieses Motiv dann quasi ein bisschen zu früh endet und unten dann ausläuft, das kennt man von zahlreichen Videokassetten. Ich liebe dieses Artwork, das hier neu und exklusiv für den Release von Vinegar Syndrome erstellt wurde, genauso wie, finde ich, auch das hinten angebrachte Cover Artwork absolut geil ist hier. Offensichtlich mit der Blu-ray von dem Film im Hintergrund und 3 Charakteren aus Mindbenders, die diese Blu-ray offensichtlich gleich einmal zu Bruch schreien wollen. Nein! Nicht veröffentliche diesen Film! No! Aber wir bekommen natürlich auf der Disc dann auch die schöne Reflexion mit dem partiellen Spotlight, weitere Motive, wie ein Typ mit brennenden Haaren, auf dem unteren Bereich vom Cover. Das ist wirklich durchgeknallte Motivwahl. Ich liebe jeden einzelnen Millimeter davon. Wir können dann einmal einen Blick auf das Keepcase werfen mit eben dem einen Motiv auf der einen Seite, dazu dann den Informationen, dass der Film vom Originalkamera negativ in 4K gescannt und restauriert wurde, trotzdem allerdings nur als Standard 2K-Version hier vorliegt, was ich halt wieder etwas schade finde, dass allerdings die Blu-ray zumindest Region-Code frei ist und demnach eben auch in heimischen Playern problemlos abspielbar ist. Und wie von der VSA-Line gewohnt, gibt es natürlich auch hier keine Originalposter, sondern das alternative Backcover-Motiv von dem äußeren Vertikalschuber hier als alternatives Wendecover. Limitiert ist das Ganze übrigens auch wieder auf 4000 Stück und im Gegensatz zu den normalen Veröffentlichungen von Vinegar Syndrome sind ja die VSA-Titel auch immer händisch durchnummeriert, was ich eigentlich recht cool finde. Dazu gibt es auch bei diesem Titel wieder ein Wendeposter mit den beiden wirklich absolut wundervollen. Ich möchte so gerne nachschauen, wer dieses tolle Motiv hier erstellt hat. Auf den beiden Seiten von dem Poster, auf der einen Seite eben Mr. Blueface, einer der Navi offensichtlich ausgebrochen hier, auf der einen Seite, beziehungsweise, das ist von Robert Samelin? Holy freaking hell! Über dessen Artworks habe ich ja ganz oft nicht wirklich nette Sachen gesagt, weil mir eben seine Art und seine farbliche Aufbereitung nicht immer so zusagt. Aber das ist wirklich geil. Also das ist mit Sicherheit die beste Arbeit von Samelin, die ich jemals bei einem Release von Vinegar Syndrome gesehen habe. Mir gefällt das wirklich wahnsinnig gut. Auf jeden Fall auch das wieder ein absolut obskures Filmchen, das hierzulande de facto niemand kennt, das allerdings jetzt zumindest international für diejenigen, die sich dafür interessieren, ein bisschen mehr Aufsehen erregen könnte, denn Vinegar Syndrome hat ihm ein Blu-ray-Debüt spendiert. Schwarze Handschuhe, blitzblanke Messer, das sind natürlich 2 der bekanntesten optischen Elemente von klassischen Gialli, aber halt nur 2, die Dario Argento damals mit seinem großartigen Meisterwerk Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe etabliert hat. Allerdings ist das Genre wesentlich umfangreicher und dafür, dass so viele Nachahmer damals in Italien gedreht und veröffentlicht wurden und teilweise sogar in anderen Bereichen der Welt entstanden sind, ist es natürlich klar, dass der ein oder andere davon in Vergessenheit gerät. Und das ist etwas, das Giallo-Fans wie ich, sagen wir mal, durchaus massiv unleibernd finden. Deswegen möchte ich an der Stelle noch einmal auf das absolut großartige Buchprojekt Giallo Movie Posters von Thorsten Benzel hinweisen, der in einer 4-teiligen Buchreihe quasi Poster zu
Hunderten von Giallo zusammenträgt. Davon habe ich ein umfangreiches Review vom ersten Teil bereits auf meinem Kanal gepostet. Aber auch das amerikanische Kultlabel Vinegar Syndrome hat natürlich seinen Beitrag zum Erhalt der Giallo-Kultur geleistet und hat in den letzten Jahren bereits 6 Boxen mit jeweils 3 Filmen veröffentlicht, die man mehr oder weniger dem Giallo-Genre zuordnen kann. Dabei muss man natürlich dazu sagen, dass viele von diesen Filmen ja ganz offensichtlich nicht ganz so forgotten sind, wie sie eigentlich tun. Immerhin sind Filme wie My Dear Killer oder The French Sex Murders oder Tropic of Cancer oder 9 Guests for Crime auch hierzulande immer wieder gerne veröffentlicht worden, aber Deutschland ist dank des Wirkens und Werkens von Labels wie X-Rated oder auch Filmart natürlich wahrscheinlich mit eine der Hochburg für Giallo und in Amerika schaut das Ganze etwas anders aus. Aber jetzt im Jahr 2024 veröffentlicht Vinegar Syndrome eigentlich recht kurze Zeit nach ihrer Box zum Forgotten Giallo Volume 6, wo eben zum Beispiel auch The Bloodstained Shadow mit dabei ist, den wir auch aus der Eurocult Collection kennen, einen 7 Teil, bei dem eben wieder 3 Filme mit dabei sind, denen wir uns jetzt dann natürlich auch widmen wollen. Aber zuerst natürlich auch hier mal ein Blick auf die äußere Verpackung, die, wie wir gerade gesehen haben, natürlich wie von Vinegar Syndrome auch nicht anders gewohnt, absolut perfekt deckungsgleich ist mit dem, was wir bei den anderen Boxen haben. Was ich immer wieder etwas verwunderlich finde, dass ich das quasi als Sensation bezeichnen muss, wo es doch eigentlich mehr eine Selbstverständlichkeit sein sollte bei durchgehenden Reihen und vor allem, und das finde ich ja recht witzig, für Labels eigentlich noch dazu weniger Arbeit ist, dasselbe Konzept und Verpackungskonzept weiterzuverwenden, das sie schon einmal verwendet haben, als ein neues zu erstellen. Gut, vielleicht hätte man da ein bisschen was bildtechnisch beeindruckenderes für den Spine bereithalten können, aber natürlich auch bei diesem Titel wieder ein paar Bildelemente, die hier eben beispielsweise auf dem Backcover zu sehen sind, Bildausschnitte aus den enthaltenen Filmen, um hier eben diese Außenbox aufzubereiten. Allerdings möchte ich an der Stelle jetzt einmal einen Blick ins Innere werfen. Auch hier kommt natürlich bei diesem Schuber wieder der Deckel ab, vor allem mit dieser schönen roten Ästhetik kommen hier weitere, ein bisschen an Tatort vielleicht sogar erinnernde Elemente zum Tragen und wir können sehen, welche Teile von welchen Filmen stammen. Gut, das ist jetzt quasi nicht schwer zum Zuordnen. Da haben wir quasi das komplette Cover-Artwork von Mystère auf dem Frontcover der Box, wobei Mystère ein Film ist, der unter dem Titel Der Killer und das Call Girl auch im deutschsprachigen Raum veröffentlicht wurde. Atlas Video hat diesen Film im Juli 1989 veröffentlicht, obwohl der bereits 1983 gedreht wurde. Der Film hatte damals eine FSK-Freigabe ab 18 Jahren, war allerdings laut OFDB in der alten deutschen Fassung ungeschnitten und wurde auch niemals auf den Index für jugendgefährdende Medien gesetzt. Allerdings hat auch dieser Titel tatsächlich, finde ich, gerechtfertigterweise die Bezeichnung Forgotten Giallo, weil auch hierzulande gibt es keine DVD und keine Blu-ray. Dankenswerterweise die amerikanische Fassung mit Code Free Disc beziehungsweise auch mit einem englischen Dub und aufbereitet in 4K vom Original Kameranegativ, wobei allerdings leider auch dieser Film nur als Standard Blu-ray erscheint und nicht eben auch direkt als 4K UHD. Man darf gespannt sein, ob es von Mystère vielleicht auch irgendwann einmal in absehbarer Zeit eine deutsche DVD oder natürlich dann gleich Blu-ray-Version gibt. Damit wechseln wir zum zweiten Titel aus dieser Box, der auch auf den Titel Obsession, A Taste for Fear hört. Dabei handelt es sich um einen Erotik-Thriller aus dem Jahr 1988 von Biccio Raffanini, der ebenfalls bei uns veröffentlicht wurde unter dem Titel Rausch der Begierde, der allerdings da in der FSK 18 Fassung laut OFDB nur in einer geschnittenen Fassung vorliegt, wobei die FSK 16 Fassung nicht bekannt ist, ob sie geschnitten ist, das finde ich witzig. Aber auch das alte australische Tape von diesem Film ist nur zensiert, wobei auch hier aufgrund der Verbindung von Erotik und Horror einige Gewaltelemente entfernt werden mussten. Man kann ja mal schauen, auch unter dem Titel übrigens, was, Norwegen? Na, das ist ein bisschen ein anderer Film wahrscheinlich. Der Film leider in der, da ist er,
bei den Kollegen von Schnittbericht.com leider noch nicht bearbeitet worden. Das wäre jetzt natürlich ein toller Anlass. Übrigens auch hier ein bekanntes Cover-Element hier vom Backcover. Auch das hier finde ich sehr schön zusammen kombiniert aus diesen beiden Elementen. Aber jetzt wäre es natürlich ein absolut perfekter Anlass, sich einmal mit der alten deutschen Videofassung des Titels auseinanderzusetzen und zu schauen, was es damals wirklich mit den Schnitten auf sich hatte. Auch hier vom Original Kameranegativ in 4K aufbereitet, aber nur als Standard 2K Blu-ray veröffentlicht. Irgendwie hätte ich es schon irgendwie sehr gerne, wenn diese Titel vielleicht auch einmal in 4K erscheinen. Also das wäre natürlich für die Forgotten Giallo Box schon auch eine geile Sache, wobei sicherlich Vinegar Syndrome hier auch ein bisschen kalkulieren muss, weil sich nicht alles in 4K rechnet. Schauen wir dann einmal zum dritten und letzten Teil aus dieser Box. Suites of One Unknown heißt der Film auch noch, von Franco Ferrini aus dem Jahr 1987, ist ein Film, von dem in der UFDB nur eine italienische Videofassung gelistet ist, wo der Film mit der VM14-Freigabe veröffentlicht wurde. Allerdings gibt es von diesem Titel keine deutsche Videofassung, ist eben auch derjenige, der sicherlich der unbekannteste ist. Immerhin wurde hier das Kameranegativ nur in 2K abgetastet und es gibt auch bei diesem Film keinen englischen Soundtrack, sondern eben nur den italienischen Originalton mit alternativen, also mit englischen Untertiteln, was eben zeigt, das ist wirklich der unbekannteste Titel aus dieser Box und wahrscheinlich dann auch mit der Grund, warum die anderen Filme auch nicht in 4K erschienen sind, damit sich der nicht so allein fühlt. Ich weiß es nicht, aber ist auf jeden Fall wieder eine interessante Konstellation an Filmen und diesmal tatsächlich wirklich Filme, die auch hierzulande zuletzt im Videozeitalter aufgetaucht sind und nicht Dinge wie The French Sex Murders, die es bei uns schon seit Ewigkeiten als Blu-ray gibt, aber das auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, auf die ich, über die ich mich wirklich wieder sehr in meiner Vinegar Syndrome Sammlung freue. Vinegar Syndrome ist in erster Linie dafür bekannt, ihre Titel in hochwertigen, aber vor allem auch genial gestalteten Schubern zu veröffentlichen. Trotzdem schaffen sie es immer wieder, auch mit kreativen neuen Konzepten, ihr Publikum absolut zu begeistern. Und ich glaube, der mit wirklich Abstand genialste Schuber des Jahres 2024, der wurde jetzt im Oktober veröffentlicht. Dabei handelt es sich nämlich um den Film The Tenant, auch bekannt als Der Mieter von Roman Polanski aus dem Jahr 1976. Dieser Mystery-Thriller ist im deutschsprachigen Gefilde auf Videokassette mit FSK 18 Freigabe veröffentlicht worden und ist dann mittlerweile auch mit 18er als DVD erschienen. Allerdings eine deutsche Blu-ray-Auflage gibt es von diesem Titel noch nicht. In Amerika ist der Film jetzt dann allerdings auch hochauflösend ausgewertet worden und dafür hat sich Vinegar Syndrome was ganz Besonderes einfallen lassen. Wir kennen ja bereits die größeren Boxen und die größeren quasi Schuber in Schuber Designs, aber das, was sie hier bei The Tenant gemacht haben, finde ich einfach großartig. Und genial. Wir haben nämlich hier den Schuber in einem anderen Boxschuber, der allerdings hier aufgeht wie eine Tür mit diesem wundervollen Holzrahmen oder quasi auch dieser Fensterlook, nur halt natürlich ohne Fensterscheiben, wie zum Beispiel bei den alten DVDs von Arrow Video, wie man da diese Plastikfenstergläser eingesetzt hat, sondern einfach mit ausgeschnittenen Türrahmen, was finde ich hier absolut grenzgenial aussieht, bei diesem Schuber. Außerdem, wie man hört, ist das Ganze auch magnetisch verarbeitet worden hier im Inneren, damit das nämlich eben auch hält und nicht irgendwie versehentlich aufgeht. Das finde ich hier hochwertig verarbeitet wurde. Anders als ähnliche kreative Verpackungskonzepte von Vinegar in der letzten Zeit auch nicht irgendwie schief oder sonst irgendwie daneben. Das ist, finde ich, wirklich eine absolut geniale, wunderschöne Idee. Dazu können wir dann natürlich einmal einen Blick ins Innere werfen, wo wir unterhalb von der Disc dann auch hier ein weiteres gezeichnetes Innenelement sehen von eben dieser unbekannten Silhouette. Sieht, finde ich, echt großartig aus, aber bei diesen Titel bekommen wir natürlich, wie bereits angedeutet, auch ein neu gestaltetes Artwork hier auf dem Standard Vinegar Syndrome O-Card-Schuber, der
im Fall von The Tenant, gestaltet wurde von Vlad Rodriguez, der, finde ich, hier ebenfalls ein relativ cooles Design geliefert hat, auf dem übrigens Roman Polanski spielt im Fall von diesem Film selbst die Hauptrolle. Dabei bekommen wir hier von Vinegar Syndrome wie gewohnt eben den klassischen partiellen Spotlight auf dem Titelschriftzug, beziehungsweise eben das große Motiv. Und dann gibt es natürlich auch auf dem Backcover hier ein weiteres Motiv, das wir natürlich gleich direkt wiedererkennen. Das ist der Ausschnitt aus demselben Motiv, das man eben auch hier als Innendesign von dieser äußeren Box gesehen hat. Was, finde ich, natürlich auch eine schöne Darstellung ist, wie hier diese einzelnen Elemente von dieser Verpackung zwar teilweise sich Material voneinander borgen, das Ganze aber nicht wirklich nach Recycling aussieht, sondern einfach wirklich ein schön homogenes Konzept mit einigen interessanten Elementen. Gut, man muss wirklich sagen, man kann es auch ein bisschen übertreiben. Wir können dann einmal einen Blick auf das Keepcase werfen. Da haben wir natürlich dasselbe Motiv auf der eigentlichen Verpackung, bekommen den Hinweis, dass der 125 Minuten lange Hauptfilm natürlich hier vom Originalkameranegativ in 4K restauriert wurde, dass die 4K natürlich standesgemäß Code Free ist, dass allerdings die beiliegende Blu-ray nur auf den Region Code A beschränkt ist. Dazu gibt es den Blick ins Innere, wo interessanterweise nur mit unterschiedlicher Farbintensität, da hat man irgendwie das Gefühl, dass bei der Blu-ray auf der linken Seite bei der Produktionsfirma das schwarz ausgegangen ist, aber gibt dann auch hier natürlich ein alternatives Motiv, das vielleicht der ein oder andere erkennt. Immerhin war das auch das alte Original-Plakatmotiv zu dem Film, wobei man als deutsches Kinoplakatmotiv hier interessanterweise eine spiegelverkehrte Version gefunden hat, wo die Figur eben auf der linken Seite zu sehen war und lediglich der obere Textblock zu sehen ist und die ganzen Texte auf der linken Seite waren auf dem alten deutschen Kinoplakat hier nicht zu finden. Aber da muss man sagen, hat Vinegar Syndrome, finde ich, designtechnisch wirklich ganze Arbeit geleistet, aber das ist noch nicht alles. Wir können dann einmal einen Blick auf das letzte Goodie werfen, das bei diesem Release noch mit dabei ist, nämlich das alternative Booklet. Dabei bekommen wir ein paar weitere Elemente. Sowas ist ein toller Screenshot. Also ganz ehrlich, das würd ich mich beim Blu-ray-Check in der Screenshot-Galerie nicht trauen. Da wähle ich zwar natürlich nicht standardmäßig immer die spannendsten Ausschnitte aus den Filmen aus, weil ich ja eben keine Spoiler haben möchte, aber lege schon Wert drauf, nicht irgendjemanden in der Bewegung abzuschießen, wo das Bild dann komplett unscharf wird und das eigentlich als Repräsentation von der Bildqualität eher Arsch rüberkommt. Aber wurscht, wir machen es einfach noch einmal. Dabei gibt es hier, finde ich, auch ganz nett gestaltet. Überwiegend eigentlich lustigerweise mit den gelben Seiten. Wie hat Vinegar Syndrome aktuell gerade ein Gelb-Flair? Oder die gelbe Farbe in der Druckerei war besonders billig, wer weiß. Das hier finde ich aber sehr schön gestaltet. Aber das absolute Hauptaugenmerk von diesem Release, das ist mit Sicherheit der extrem kreative, extrem genial gemachte Boxschuber, in den man eben hier auf der einen Seite das Booklet und in der anderen Seite dann eben den klassischen Vinegar Syndrome O-Card Schuber einlegen kann, dass das Ganze hier wirklich einen feinen, feinen Gesamteindruck macht und für mich sicher einer der coolsten und kreativsten Releases von Vinegar Syndrome im Jahr 2024 ist. William Castle goes 4K. Und eines muss man natürlich dazu sagen, wahrscheinlich gäbe es keinen Filmemacher, dem der Grundgedanke von Dingen wie 4K persönlich dermaßen liegen würde wie William Castle. Der ist zwar leider schon im Jahr 1977 verstorben und hat damit die Heimkino-Auswertungen von seinen Filmen, sagen wir mal, knapp verpasst, hat allerdings bereits damals in den Kinos wahnsinnig geniale Gimmicks erfunden von Filmen, wo man mit aufgesetzten Brillen entweder die Geister sehen oder nicht sehen kann, der Tingler, der einen im Kinosessel kitzelt, beziehungsweise zahlreiche andere 3D und sonst was Konzepte, ist einfach absolut genial. Aber es gibt natürlich auch ein paar andere, sagen wir mal unbekanntere
William Castle Filme, so wie vielleicht seinen Film Shanks aus dem Jahr 1974, ein Fantasy-Horrorfilm mit keinem geringeren als Marcel Marceau in der Hauptrolle, der laut OFDB aber nicht einmal in den deutschsprachigen Gefilden gelandet ist. Dabei handelt es sich eben um eine Doppelrolle, die Marceau spielt, der Film eine Mischung aus Fantasy und atmosphärischem Horror, beziehungsweise feiert der Film mit dem Release von Vinegar Syndrome, also über das Cinematograph Sublabel hier, seine UHD-Weltpremiere, womöglich sogar seine HD-Premiere, zumindest konnte ich da jetzt auf die Schnelle nichts finden. Wir bekommen dann da auf dem Backcover klassisch die Inhaltsangabe zum Film bzw. die weiteren Informationen. Besonders erwähnenswert natürlich, dass der Film vom 35mm Originalkameranegativ in 4K restauriert wurde, dass es in dem Fall neu produziertes Bonusmaterial gibt, unter anderem mit Filmhistoriker Kim Newman, den wir ja auch in deutschen Blu-ray-Editionen schon sehr oft im Bonusmaterial gehört haben. Außerdem ist das Ganze hier durchnummeriert auf 4000 Stück und wie von der Cinematograph-Reihe gewohnt, mit einem sehr einzigartigen und auch eigenwilligen Designkonzept ausgestattet. Wie gesagt, das Einzige, was ich bei der Reihe immer noch etwas schade finde, ist, dass diese Klebepunkte wirklich extrem fest sitzen und kleben, dass man da wirklich aufpassen muss, dass man nicht eben irgendwelche Rückstände hat oder sonst irgendwas beschädigt, was allerdings zum Glück ansatzweise funktioniert hat. Dabei sehen wir eben bei Shanks ein wirklich gewöhnungsbedürftiges Cover-Artwork, das nicht dem entspricht, das wir damals als Postermotiv gesehen haben, wobei dort Shanks mit einer Art Kopffüßler ausgestattet war, wie ich sie wahrscheinlich im Kindesalter, also bis zum letzten Jahr gezeichnet habe. Aber der Film Shanks hat damals übrigens im Jahr 1975 sogar eine Oscar-Nominierung bekommen für den besten Soundtrack von Alex North. Dazu bekommen wir eben auch ein passendes, in gelber Marionettenstil gehaltenes Artwork auf dem Backcover. Mein Fall ist es nicht, aber auf dem eigentlichen Mediabook von diesem Film gibt es natürlich, wie von Cinematograph gewohnt, hier den Titelschriftzug und die Logos in dieser Goldfolien, in diesem Goldfoliendruck, und ansonsten auf dieser Verpackung eigentlich keinerlei visuelle Inhalte, sodass das Ganze ein bisschen eben aussieht wie so ein edles, antikes Buch. Auch im Inneren könnte ich jetzt quasi das Spinal Tap Design auf Zitat auf Gelb ummünzen, aber auf der rechten Seite gibt es dann hier die beiden Discs zu dem Film, wie üblich bei den 4K-Releases von Cinematograph. Auf der einen Seite mit diesem eigens erstellten Tray, das meiner Meinung nach wirklich hochwertig ist, mit dem gewohnten Disc-Design auf der Blu-ray, beziehungsweise dann natürlich oben liegend auch auf der 4K-UHD. Aber wir können dann an der Stelle auch einmal einen Blick durch das Booklet werfen, das eben hier auf der einen Seite zwar mit gelbem Hintergrund, das ist normalerweise auf weißem Papier, das Originalpostermotiv sehen, beziehungsweise gibt es dann hier das Booklet, wo wir eben ein paar Bilder von Marcel Marceau sehen, der eben hier diese Doppelrolle spielt. Ein absoluter Wahnsinnsfilm, wenn man sich das durchdenkt. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was an klassischen William Castle in diesem Film steckt. Sicherlich eine sehr spannende Entdeckung, weil ich glaube auch, dass das einer der Filme ist, den ich jetzt hier im Unboxing vorstelle, wo die meisten meiner deutschsprachigen Zuschauer sich denken, was für ein Film? Vielleicht irgendwann einmal bei der Drübersicht über die gesamte Filmografie von William Castle über den Namen gestolpert sind, aber ihn wahrscheinlich noch nicht gesehen haben, mangels entsprechender Auswertungen und Veröffentlichungen. Deswegen für mich eine coole Sache als jemand, der die Filme von William Castle wirklich sehr, sehr mag, auch wenn das Design in dem Fall sehr, sehr gewöhnungsbedürftig ist, aber das ist natürlich etwas, das auch gut passt zu den Filmen von William Castle, die ja eben aufgrund der Gimmicks auch immer schön gewöhnungsbedürftig sind. Freut mich auf jeden Fall, dass diese Cinematograph-Reihe mit ein paar Ausfällen oder Ausflügen, die mir jetzt etwas weniger persönlich zusagen, aber trotzdem hier und da wirklich absolut geniale Titel liefern, die mich persönlich wahnsinnig interessieren und ansprechen. Und da gehört Shanks definitiv dazu. Und damit hoffe ich, dass auch dieses Sammlungsupdate etwas war, das euch persönlich wahnsinnig interessiert hat. Hoffentlich, weil sonst
Habe ich es umsonst gemacht. Deswegen sage ich an der Stelle wirklich vielen Dank fürs Durchhalten bis zum Ende. Das war's auf jeden Fall für diese Woche wieder. Ich bin sehr, sehr gespannt, was im Laufe der nächsten Woche alles seinen Weg zu mir findet, beziehungsweise was wir eben alles im Laufe der nächsten Woche sehen können. Das Einzige, was ich natürlich bereits ankündigen kann, ist, dass ich massenhaft Blu-ray-Checks und 4K-Checks in Vorbereitung habe für euch, von denen die meisten, die in den nächsten zwei Wochen erscheinen, wahrscheinlich für Kanalmitglieder bereits jetzt im exklusiven Bereich sichtbar sind. Alle anderen bekommen diese dann tagtäglich im Laufe der nächsten Woche freigeschaltet. Hoffentlich für euch was Interessantes dabei. Auf jeden Fall waren die Geschichten zu den vorgestellten Filmen zu recherchieren wieder mal unglaublich spannend für mich. Am Donnerstag um 16.30 Uhr gibt es wie gewohnt eine brandneue Folge von Depp und Depper. Dieses Mal wieder zum zweiten Mal mit den crazy Filmfragen, wo auch dieses Mal wieder ein Blockbuster dabei war. Hoffe, dass euch das interessiert. Wenn nicht, würde ich mich allerdings trotzdem freuen, wenn wir uns allerspätestens in exakt einer Woche wieder hier auf meinem Kanal sehen, nämlich am Sonntag um 17 Uhr oder für Kanalmitglieder ein bisschen früher zur nächsten Ausgabe vom Sammlungsupdate. Bis dahin sage ich Happy Halloween, auch wenn es für euch schon war, nur also für mich ist es quasi gerade jetzt. Bleibt's gesund, habt eine schöne Zeit, egal wann, egal wo. Bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ich euch hier wieder sehe. Und danke fürs Zuschauen. Ciao.